Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Es ist ein Werbevideo, wie ihr hier oben an der Einblendung sehen könnt, denn ich habe von Anker eine PV-Balkonanlage zugeschickt bekommen und ich werde sogar bezahlt für dieses Video. Das heißt, alle, die keine Werbevideos mögen oder alle, die sich mit PV-Balkonanlagen schon super auskennen, brauchen dieses Video nicht anzuschauen. Wie viele von euch wissen, habe ich ja eine PV-Anlage auf dem Dach. Ich habe mich schon immer dafür interessiert, wie das mit den Balkonanlagen ist, aber ich hatte eben selber keine Verwendung dafür, weil ich habe nicht mal mehr einen Balkon. Deswegen war ich eigentlich ganz dankbar, als Anker mich gefragt hat, ob ich die neue Solarbank 1600 Pro testen möchte. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich jemanden gefunden hatte in meinem Bekanntenkreis, der gerne eine Balkonanlage hätte. Und in unserem heutigen Video wird es darum gehen, ob diese PV-Balkonanlage wirklich so einfach zu installieren ist, wie das immer von Anker behauptet wird. Wir bringen gemeinsam die Solarpanels an, wir schließen sie an die Solarbank an, wir richten die App ein und in den nächsten Tagen schauen wir uns an, wie viel Strom die Anlage wirklich produziert. Das Thema Balkonanlagen ist sogar richtig aktuell, denn vor wenigen Tagen erst hat der Bundestag nochmal ein neues Gesetz beschlossen, dass es Mietern noch mehr erleichtern soll, solche Anlagen zu installieren. Ein Vermieter kann jetzt nur noch aus triftigem Grund das zurückweisen, wenn ein Mieter eine Anlage installieren will. Und schon im April diesen Jahres sind ja die Anmeldeformalitäten erleichtert worden, sodass wirklich das jetzt ein top aktuelles Thema ist und ich glaube auch gerade wirklich sich sehr viele für Balkonanlagen interessieren. So, aber jetzt gehen wir erstmal hin und packen alles aus. Meine Bekannten wohnen in einer modernen Doppelhaushälfte und die hat sogar drei Balkone. Wobei der eine ist nach Norden ausgerichtet, da kommt jetzt relativ selten die Sonne hin. Und einer, der ganz oben ist, hat eine zu kurze Balkonbrüstung. Da bekommen wir die Solarpanels nicht hinmontiert. Bleibt also der Balkon im ersten Obergeschoss. Der hat eine Ausrichtung nach Süd-Südosten. Und das Geländer ist auch breit genug, dass wir die beiden doch relativ großen 445 Watt Solarpanels dahin bekommen werden. Ich habe schon mal alles hier hochgeschleppt. Wir haben also die zwei Panels, eine Solarbank, einen Speicher extra noch dazu und natürlich das Befestigungsmaterial, das wir brauchen, um das Ganze anzubringen. Wie ihr auch sehen könnt, ist es heute nicht besonders schön. Das soll aber auch nicht so viel machen, denn die neuen Module sollen auch bei diffusem Licht, also nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, ordentlich Strom erzeugen. Darauf bin ich ganz besonders gespannt. So, jetzt bin ich hier oben auf dem Balkon angekommen und erzähle euch mal, wie das hier abgelaufen ist mit der Installation. Für mich ist es auch immer besonders wichtig dabei, dass ich auf die Schwierigkeiten hinweise, die ich hatte, einfach weil sonst könnt ihr auch einfach ein Video von Anker anschauen oder die Gebrauchsanweisung lesen, dann wisst ihr, wie das eigentlich zu gehen hat. Manchmal gibt es auch Schwierigkeiten. Das ist eigentlich der Grund, warum ich das Ganze hier auch für euch mache. Zunächst mal ist der Balkon hier recht klein und deswegen musste ich erstmal den Platz freischaufeln, wo ich die Panels hinlegen konnte. Dann habe ich das Trägersystem dort angeschraubt und dann eben festgestellt, das sind die falschen Aufhängungen. Das sind nicht die für den Balkon, sondern die zum Hinstellen. Und deswegen kann ich jetzt leider hier nicht weitermachen. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder, wenn ich die richtigen Aufhängungen habe. Ich habe dann glücklicherweise, weil ich schon mal vor einiger Zeit ein Anker-Solarkraftwerk installiert habe, habe ich bei demjenigen, dem ich das gegeben habe, dann tatsächlich diese Haken noch gefunden am Wochenende, sonst hätte ich dieses Video abbrechen müssen. Und bin dann am nächsten Tag hergekommen und habe die angebracht und dann zusammen mit meinem Bruder hier die Panels an das Balkongeländer gehievt. Das muss man auf jeden Fall zu zweit machen, das kriegt man alleine auf jeden Fall nicht hin. Diese Haken, die werden dann umgebogen und mit so einer Schelle dann fixiert und im unteren Bereich habe ich dann die Panels auch noch, so wie es vorgeschrieben ist, am Balkongelände befestigt. Da ist es so, dass diese Befestigungen eher für breite Balkonstreben sind und mit diesen einfachen Stangen kann man das nicht wirklich gerade befestigen. Okay, da hinten konnte ich diese Befestigung nicht zusätzlich anbringen, weil da steht ein großes Hochbeet. Das werde ich später nochmal mit so einer Schelle sichern. Wegen dieser beiden Hochbeete konnte ich dann auch die Kabel von den Panels nicht dahin verlegen, wo ich wollte. Ich habe sie jetzt einfach mal zwischendurch gelegt, einfach damit ich das Ganze in Betrieb bringe. Es gibt dafür diese Erweiterungen, die man ganz einfach einklickt oder mit dem mitgelieferten Werkzeug auch wieder ausklicken kann. Dann habe ich die Solarbank selbst ausgepackt und zusätzlich gibt es eben noch einen Speicher, sodass wir hier insgesamt
3200 Wattstunden Batteriekapazität haben. Die lassen sich ganz einfach montieren, indem man sie übereinander stapelt. Vorher natürlich das Gummi rausnehmen, damit der Kontakt greift. Und dann habe ich sie dorthin gestellt, wo eben auch die Steckdose ist. Dann wird das wirklich ganz einfach mit dem Netzkabel angeschlossen und dann die Panels angeschlossen. Da kann man auch nicht viel falsch machen. Man muss nur gucken, dass man die beiden Pole von einem Panel auf die dazugehörigen Stecker bekommt. Noch ein Wort zu diesen Speichern. Die lassen sich wirklich ganz einfach stapeln und man kann bis zu 5 von diesen Speichern zusätzlich installieren. Jeder dieser LFP-Akkus hat 1600 Wattstunden, sodass man insgesamt 9600 Wattstunden Kapazität hier auf dem Balkon stapeln kann. Das ist schon eine ganze Menge. Was eben an dieser Stelle auch noch wichtig ist, ist, dass die Solarbank Anschlüsse für 4 Panels hat. Man kann hier eben 4 Panels anschließen und damit je nach Modul bis zu 2400 Watt Peak erzeugen. Was es auch noch gibt, ist hier dieser Smart Meter, den man unten im Verteilerkasten einklingt und damit weiß dann tatsächlich diese Anlage ganz genau, wie viel Strom im Haus verbraucht wird. Und das ist natürlich insofern wichtig, weil normalerweise jetzt stellt man so ein, dass eine bestimmte Menge an Strom ins Haus geleitet wird und der Rest in den Speicher. Und da müsste man jetzt immer wissen, wie viel man gerade im Haus verbraucht. Mit dem Smart Meter ist es natürlich viel genauer und einfacher. Der reagiert auf 10 Watt genau innerhalb von 3 Sekunden auf den Verbrauch im Haus und leitet dann diesen Strom, falls hier vorhanden an Sonnenstrom, ins Haus weiter und speichert nur den überschüssigen Strom in die Batterie. Ich kann das aber nicht installieren, dafür muss man schon Elektriker sein. Okay, nachdem hier also alles angeschlossen war, habe ich die App aus dem App Store downgeloadet, mir ein Konto erstellt und dann die Solarbank aktiviert. Jetzt kommen die üblichen Schwierigkeiten, die ich eigentlich immer habe, nämlich die Hersteller gehen immer davon aus, dass man überall ein flächendeckendes, wunderbares WLAN hat. Das ist aber nicht der Fall. Hier draußen ist das WLAN sehr wackelig und flatterig. Wir haben jetzt hier mit Repeatern gearbeitet und irgendwann haben wir es dann hingekriegt. Ich habe dann einen Repeater umgesteckt, bis ich dann hier aktivieren konnte. Dann kam gleich die Meldung, ich soll ein Firmware-Update machen. Und als ich das dann versucht habe, hieß es, das geht nicht, weil die Sonne nicht scheint und man braucht eine gewisse Batterieladung, um dieses Firmware-Update zu machen. Also bin ich am nächsten Tag wieder gekommen. Aber jetzt klappt alles. Ihr seht hier in der App, ich habe die Solarbank 2E 1600 Pro, die im Moment im Akku 84% hat. Und ich habe eingestellt, dass er praktisch regelmäßig 200 Watt ans Haus abgibt. Wenn man jetzt so ungefähr weiß, zu welcher Tageszeit man wie viel verbraucht, kann man das hier natürlich noch genauer einstellen. Zum Beispiel jetzt abends einfach mal 400 Watt. Da wäre jetzt der Smart Meter gut, damit das ein bisschen genauer ist. Und im Moment haben wir natürlich, wie ihr seht, Wolken. Das heißt, ich habe immerhin 156 Watt Eingang, trotz Wolken. Das ist interessant, weil ich hatte auch schon mal eine ältere Anlage von Anker. Da gab es dann gar nichts, wenn Wolken da waren. Und jetzt sind es doch immerhin 157 Watt. Also in der Spitze wären es ja 890. Und das System läuft jetzt. Und jetzt werde ich noch 2 Tage lang auf Sonne hoffen, damit ich euch noch ein paar Ergebnisse liefern kann darüber, wie die Anlage funktioniert. Vielleicht ein Hinweis noch. Die Anlage muss jetzt im Marktstammdatenregister angemeldet werden. Das ist ja so, dass im Moment, wenn hier Strom von der PV-Anlage ins Haus fließt und er nicht verbraucht wird, der Zähler rückwärts läuft. Das war früher komplett verboten. Inzwischen ist es so, dass man innerhalb von 4 Monaten, glaube ich, die Anlage anmelden muss und dann sind die Netzbetreiber sozusagen in der Pflicht, einen entsprechenden Zähler hier unten einzubauen, mit dem sie den Strom, der ins Netz eingespeist wird, extra zählen. Geld gibt es dafür keins, aber es ist wenigstens nicht mehr verboten wie früher. Vielleicht noch ein Wort dazu, warum das mit den Speichern so gut ist. Normalerweise hat man eine Balkonanlage und die erzeugt Strom tagsüber, sagen wir mal vom späten Vormittag bis zum frühen Nachmittag. Und das ist genau die Zeit, in der die meisten Leute ja nicht zu Hause sind. Das heißt, der Strom läuft ins Haus, es gibt vielleicht so einen Grundverbrauch, der wird dadurch gedeckt und der Rest geht halt ins Netz und bei den Balkonanlagen wird er nicht vergütet. Wenn man dann abends nach Hause kommt, die Spülmaschine anschmeißt, die Waschmaschine anschmeißt, den Herd anschmeißt, dann verbraucht man plötzlich den ganzen Strom,
Den hat man aber nicht mehr, weil die Sonne inzwischen nicht mehr scheint. Und genau an dieser Stelle kommen die Speicher ins Spiel. Sagen wir mal so, wenn ihr ein E-Auto habt, ihr seid den ganzen Tag zu Hause und ihr verbraucht also auch tagsüber den Strom oder könnt das E-Auto anhängen, dann bräuchtet ihr nicht unbedingt einen Speicher. Der Speicher kostet ja auch noch Geld. Wobei, die sind relativ günstig, muss ich sagen, auch für ihre Kapazität. Für um die 4.000 Euro habt ihr hier dann 9.600 Wattstunden Kapazität. Das finde ich tatsächlich ganz schön. Also natürlich macht es keinen Sinn, 5 Speicher zu haben und nur 2 Panels. Die kriegt man wahrscheinlich nicht voll. Aber mit 4 Panels und einer entsprechenden Südausrichtung des Balkons könnte das schon sinnvoll sein. Anker hat das auch mal ausgerechnet und zwar mit 3 Erweiterungsakkus, also 6.400 Wattstunden Kapazität und 4 Panels mit jeweils 500 Watt. 4 mal 500 Watt erzeugen übers Jahr ungefähr 2.324 Kilowattstunden. Man muss dazu sagen, dass diese Panels auch noch sehr, sehr effizient sind. Allerdings natürlich unter optimalen Bedingungen, wenig Verschattung, Südausrichtung und so weiter. Durch die 4 Speicher können wir davon 97% tatsächlich auch nutzen. Das wären dann 2.254 Kilowattstunden im Jahr. Und jetzt rechnen Sie mit dem durchschnittlichen Strompreis, ich glaube von 2022, der 40 Cent betrug. Und damit kommen wir auf 901,60 Euro Ersparnis pro Jahr. Und das System kostet ungefähr 4.000 Euro. Also amortisiert sich das System ungefähr nach 4,4 Jahren. Selbst wenn wir diese Zahlen nicht optimal annehmen, würde ich mal sagen, dass man in 6-7 Jahren auf jeden Fall die Anlage bezahlt hat. Und dann sollte sie auch noch ein paar Jahre länger halten. Denn wir haben auch noch eine lange Garantiezeit. Die Lebensdauer für die Solarbank wird mit 15 Jahren angegeben, 10 Jahre Garantie oder 6.000 Zyklen. Das ist schon ziemlich umfänglich und das kriegt man aus meiner Sicht auf jeden Fall wieder rein, wenn man den Balkon an der richtigen Stelle hat. Ein Detail habe ich übrigens noch vergessen. Hier hinten befindet sich eine kleine Klappe und hinter der ist eine Steckdose. Das heißt, wenn mal der Strom ausfällt und es ist noch Strom im Speicher, kann man über diese Steckdose sozusagen die nötigsten Dinge im Haus für eine gewisse Weile, je nach Kapazität des Speichers, noch laden und betreiben. So, ein paar Tage sind vergangen. Ihr seht das auch an meinen Bartstoppeln und ich habe die Anlage ein paar Tage laufen lassen. Zwischendurch hat sie auch mal 700 Watt produziert, das konnte ich sehen. Ansonsten war es doch sehr bewölkt in dieser Zeit. Auf jeden Fall, meine Bekannten freuen sich sehr über die Anlage und ich bin ein bisschen neidisch, dass ich sie jetzt hier lassen muss. Wenn ich die Installation und den Test noch mal Revue passieren lasse, dann muss ich sagen, ich finde, dass die Geräte wirklich einen hochwertigen Eindruck machen. Ich finde, dass sie auch schick aussehen. Also sie sehen nicht nur nach so Technik aus, sondern haben auch durchaus einen gewissen Designfaktor. Ich fand auch gerade im Vergleich zu der letzten Anker-Anlage, die ich hatte, dass wirklich nochmal eine deutliche Steigerung vorhanden ist. Der Aufbau war super einfach. Ich musste nicht mal mehr einen Wechselrichter anschließen. Die Ausbeute der Panels auch bei bedecktem Himmel ist deutlich besser als bei der letzten Anlage, die ich hatte. Und überhaupt ist bei dieser Anlage natürlich wirklich bemerkenswert, dass man bis zu 4 Panels anschließen kann und maximal 2.400 Watt Input in die Solarbank hat. Dazu passt auch, dass man den Speicher eben auf 9,6 Kilowattstunden erweitern kann und das ohne einen Elektriker zu brauchen, sondern einfach nur durch Stapeln. Das macht das Ding schon zu einer richtig leistungsfähigen Anlage. Die vorhin schon angesprochene lange Lebensleistung gilt ja auch für die Panels. Hier wird eine Lebenszeit von 30 Jahren angenommen. Die Garantie beträgt 15 Jahre. Und last but not least finde ich tatsächlich eine bemerkenswerte, positive Änderung, dass wir jetzt diesen Smart Meter dabei haben und dadurch den Eigenverbrauch optimal regulieren können. Nachdem die Politik durch das Solarpaket 1 jetzt die Voraussetzungen geschaffen hat, dass noch viel mehr Leute sich eine PV-Balkonanlage installieren können, ist das, finde ich, die richtige Antwort. Einfach zu installieren, hohe Effizienz, hohe Leistung, hoher Eigenverbrauch, sodass man die Investitionen, die man doch tätigen muss, wirklich optimal ausnutzen kann. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir ein Like auf dieses Video da und seid auch beim nächsten wieder mit dabei. Bis dahin, euer Lisa Dad.